Hey, DJ hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Yay! Und zwar bin ich ein bisschen erkältet, weshalb ich auch diesen wunderschönen Schal hier trage. Aber nichtsdestotrotz war ich beim Kieferorthopäden und wir haben festgestellt, dass meine Zähne jetzt gerade sind. Yay! Und zwar haben sie sich alle richtig verschoben. Sie sieht wunderschön aus. Ich möchte euch jetzt nicht zu nahe kommen, damit ich euch nicht anstecke, aber ja, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich war beim Kieferorthopäden. Was haben wir da gemacht? Also, zuerst haben wir geschaut, ob es auch alles so passt, ob ich zufrieden bin, ob man nichts mehr verändern muss. Und das war so. Und dann als nächstes haben wir unten die zwei Metallhaken, die hier drin waren, haben wir rausgebrochen. Also hat die Zahnärztin bei mir rausgebrochen. Ich lag ja mehr oder weniger nur da. Jedenfalls unten die Dinger rausgebrochen. Dann als nächstes mit irgendeiner Maschine, Bohrer, keine Ahnung, die ganzen Attachments, also diese ganzen Plastikdinger abgeschliffen, sowohl unten als auch oben. Und oben hatte ich ja noch diesen Kunststoffhaken dran. Da war es auch so, dass sie unten, also so um da, wo es halt festgeklebt war, hat sie weggeschliffen und dann den auch rausgebrochen. Dann hat die Zahnärztin alles noch so schön glatt gemacht. Also wahrscheinlich irgendwie so poliert oder so. Genau. Und das ist so bei diesem Polierer, oder bei dieser Maschine, ist es so, dass sie halt irgendwie zwar dieses ganze Plastik abmacht, aber dem Zahn oder Zahnschmerz oder was auch immer halt nichts tut. Also so, dass die Zähne ganz bleiben und die nichts abkriegen. Genau. Dann waren meine Zähne praktisch glatt, von allem Möglichen befreit. Dann wurde das Ganze noch fluoridiert. Es hat mir wieder scheußlich geschmeckt, so wie jedes Mal, wenn die Zähne fluoridiert werden, aber das ist anscheinend normal. Genau, wenn es irgendjemand gibt, der dieses Fluorid-Zeugs mag, dann schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren, ob es da überhaupt jemanden gibt. Und nur, ob man das nicht am besten erstmal abschaffen sollte. Hahaha. Nee, es ist schon wichtig, dass halt die Zähne geschützt sind, so vor Bakterien und so. Deswegen muss man da halt mal durch. Schmeckt uns trotzdem nicht. Egal, jedenfalls hat mir meine Zähne wieder so einfluoridiert. Genau, dann als nächstes haben wir dann so Abdruck gemacht. Oben von den vorderen Zähnen und unten von den vorderen Zähnen. Von den vorderen Zähnen, ja. Und das ist dafür da, dass so ein Metalldraht irgendwie so angepasst werden kann an diese Zähne. Damit halt, wenn die, das wird dann auch festgeklebt und wie innen drin, dass halt dann die Zähne sich nicht wieder verschieben, hoch, runter, seitlich drehen oder so, damit es halt einfach so bleibt, wie es jetzt ist und ich strahlend lächeln kann. Auch wenn jetzt diese ganzen Attachments oder so weg sind, muss ich die Schienen noch weitertragen, also oben die 33, glaube ich, und unten die 32, um halt zu hindern, dass die Zähne, bis dieser Draht wirklich reingeklebt wird, halt sich nicht wieder zurück verschieben oder so. Genau, und damit halt dieser Draht noch passt. Genau, und ich glaube, das war's dann auch schon wieder. Ja, gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, auch für dieses wunderschöne, strahlende Lächeln. Und ja, vergesst nicht, den Kanal irgendwo um mich herum hier zu abonnieren. Und genau, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!